Der Trachtensaal im Volkskundemuseum in Graz ist eine ganz besondere historische Zeitkapsel. Es ist ein Ausstellungsraum, den der Museumsleiter Viktor Geromp Ende der 1930er Jahre konzipiert hat und bis in die frühen 1940er Jahre realisiert hat. Er zeigt 42 Figurinen, zum Teil mit überlebensgroßen Händen und Köpfen, in 8 Vitrinen. Geromp wollte damals, so etwas wie eine steirisch gedachte Bekleidungsgeschichte erzählen, ein vielleicht gewagtes Unternehmen, wenn man allein schon bedenkt, dass er damit 2500 Jahre Geschichte abgedeckt haben wollte. Heute erzählt der Trachtensaal sehr viel Zeitgeschichte, sehr viel über die damalige Volkskunde, ihre Verbindung, ihre Verwicklung mit Politik und Kultur. Aus der Sammlung der 42 Figuren gibt es zum Beispiel eine, die einen, wie wir heute wissen, einen ehemaligen Prälaten abbilden soll, der hier unter anderem im Volkskundemuseum in der Kirche religiöse Dienste gehalten hat. Er war dann in der NS-Zeit nicht unwichtig. Er hat versucht, Kirche und Nationalsozialismus zusammenzudenken und er war nach 1945 dann weiterhin in der katholischen Kirche sehr aktiv. In der Neuinszenierung gibt es 2 sichtbare neue Objekte in der Ausstellung. Ein Wandbild von Franz Konrad. Der Künstler hat hier historische, gegenwärtige Perspektiven auf den Trachtensaal und seine Akteure, Akteurinnen eingebracht und ein dreiteiliges Video von Masud Rasavi Pur, das gegenwärtige, aktuelle Trachtenpraktiken in der Steiermark zeigt.